Mausi. Guten Morgen. Oh, meine Mausi. Oh, unsicher. Pop. Hält deine Mama so ein doofes Ding auf dich hier, ne? So ein viereckiges Ding. Guten Morgen, mein liebes Mitgemüse. Heute haben wir schon das 20. Türchen und ich nehme euch heute so ein bisschen mit. Heute gibt es so einen kleinen Alltagsvlog und schaut euch mal bitte dieses wundervolle Kleid an. Boah, ich liebe es. Auf jeden Fall werde ich heute jemanden wieder Haare einflechten. Heute gibt es eingeflochtene Synthetic Dreads und ich bin schon super gespannt auf das Ergebnis, weil die Farben auch so krass sind. Blau und Grüntöne und mega schön. Und die Anna, die kriegt die heute rein und die hatte auch noch nie eingeflochtene Dreads und wir haben die relativ dünn gemacht und halt auch ein bisschen länger, aber auch nicht zu lang und dann halt auch doppelendige und sieht mega cool aus und ich bin so gespannt, das endlich auf dem Kopf zu sehen. Ja, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen frühstücken und dann geht's halt auch schon los. Legen Sie schon, ich sortiere die jetzt nach One-Ended und Double-Ended und dann kann es auch schon fast losgehen. Wir sind auch schon fast fertig. Ich gehe mal jetzt hier dichter auf den Kopf. Hier sind die schon abgeteilt und hier seht ihr, dass sie so eingeflochten wurden. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. Wir sind fertig! Schaut euch mal bitte diese Mähne an! Ja, so ist es geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. ich hoffe, sie kommt mit den Dreads gut klar. Sind ja nur eingeflochten, das heißt, man kann sie auch einfach wieder öffnen. Das ist so der Vorteil, den man bei eingeflochtenen Dreads hat. Man kann das Ganze mal ausprobieren, ob man das Ganze leiden kann. Und man kann halt auch viel mit Farben variieren, mal das, mal dies, ohne halt seine Haare färben zu müssen. Ja, ich werde mir wahrscheinlich zum Frühling, Sommer hin auch ein Set zum Einflechten machen, weil ich möchte meine Haare behalten und lang kriegen und eigentlich nicht verdwenden. Ich bin sowieso mit meinen Haaren zurzeit ganz gut zufrieden. Ich mag die Länge, obwohl sie könnten länger werden, aber ich mag die Länge gerade, sie ist okay. Und also es ist mir nicht zu kurz und ich mag diese Wellen und Locken und es sind ja eher Wellen, die ich auf dem Kopf habe und dieses Wuselige und ja, manche sagen, oh, da ist Friss und ich denke mir so, nein, ich mag das so. Ich mag auch die Farbe gerade, also damit bin ich gerade sehr zufrieden. Und ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Ist bei mir ja immer mal unterschiedlich. Aber ich werde mir definitiv auch ein Set zum Einflechten machen, damit ich halt mal was anderes haben kann, ohne meine Haare kaputt zu machen. Genau, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video heute gefallen. Heute wird nicht mehr viel passieren. Ich werde heute noch ein bisschen lernen und das war es halt auch schon. Und ja, wir sehen uns im nächsten Türchen. Bis bald!